Manager von Kohlgeber ist jetzt mit im Ring. Auch Ulf Steinfort. Das Urteil von Manfred Küchler, Disqualifikation wegen absichtlichen Fouls. Das ist das offizielle Urteil. Und jetzt ist hier ein bisschen Krawel in der Halle. Also Stieglitz ist alter neuer Weltmeister. Das ist die Geberecke. Axel, sprachlos. Völlig sprachlos, weil das geht normalerweise gar nicht. Was kritisierst du? Ja, ich kann ihn nicht durchdrehen. Ich meine, wenn der Kampf wegläuft, klar, ey. So eine Geschichte kann man nicht machen. Das ist sinnlos. Stieglitz vorne. Und jetzt Andrea Kaiser mit Dirk-Czemski. Wir haben hier schon mal die erste Stimme im Ring, Dirk-Czemski. Ja. Wahrscheinlich Qualifikation, unfaires Verhalten, ja. Zu Recht. Ja, na klar, also ich denke, das ist Sport und sowas hat im Ring nichts zu suchen. Und ich denke, sowas muss disqualifiziert werden und ganz einfach eine klare rote Karte gezeigt werden, weil das kann einfach nicht sein. Also das ist nicht sportsmanlike. Die ganze Halle natürlich Ihnen und auch Robert Stieglitz recht. Ohne die Disqualifikation, wie wäre Ihre Einschätzung, wie wäre der Kampf ausgegangen? Ja, man hat gesehen, am Anfang war er gefährlich, nachher zum Schluss nur noch sporadisch und dann hat er dann versucht, den Kampf mit schmutzigen Tricks über die Bühne zu kriegen. Und ja, und ich denke, es war ein klarer Kampf für Robert zum Schluss und das hat ihn vielleicht zurückgemacht. Ich bin mir sicher, Gebo hat sich hier keine Freunde gemacht, damit zurück zu Wolfuß. Es ist immer noch Theater. Da ist viel Security rund um Kohlgeber. Das ist nochmal die Szene. Man umarmt sich herzlich. Kopf geht nach vorne. Hier trifft er mit der linken, da schiebt er den Kopf nach vorne. Ach, dann halten und er drückt ihn runter. Und wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück.